Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer LS Diego. Ja, so gehört ihr die Old Farm, Multiplayer mit Andy. Mit dem Aktions-Andy, yes, ja. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession, wie schon seit Monaten. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Wir machen danach auch erstmal ein bisschen Päuschen und laden die Videos häppchenweise hoch, damit ihr erstmal eure Kommentare schreiben könnt. Nachher will das gar keiner sehen und wir spielen uns hier einen Wolf und alles für die Katz. Ne? Oder was sagst du, Andy? Richtig. Ja. Ich habe mir heute mal das Ballenstapel von Hand ausgesucht. Richtig crazy abgefahren ist komplett von Hand, hatte ich lange nicht. Das Einzige, was hier ist, ist, dass der ein Itachi hat. Also, dass es halt nicht so rumschaukelt beim Anfahren und so. Das ist ja sonst mal das Problem, dass beim Lenken und beim Anfahren kommt das ganze Türmchen schon mal leicht ins Wanken. Und dann hat man schon extrem schlechte Karten, bevor man überhaupt am Zielort angekommen ist. Dauert natürlich länger, wenn man die Ballen einzeln stapelt. Ne, was mache ich denn? Ich bin völlig durcheinander, YouTube. Völlig durcheinander. Ich muss den doch erst da drauf stellen. Ich hatte den mir schön nach unten hingestellt, um den ein bisschen auszurichten. Damit das hier gleich nicht aussieht wie der Schiebedom von Pisa. Sehr schön. Okay, okay. So, ich denke, drei reichen. Percy weißt. Oh, Percy ist übrigens auch hier. Hey, guten Tag. Guten Tag. Weißt du, wie viele der attachen kann? Oder ist das unbegrenzt? Ich glaube, jeweils nur einen. Jetzt mach mich nicht das Hemd anflattern. Der kann nur einen. Ich habe hier einen Dreier-Stack gebastelt. Jetzt komme ich trotzdem nicht heile an bei meinem Anhänger. Oh ja, ja, ich gehe mal schon mal auf Innensicht. Ich fahre ganz vorsichtig, YouTube. Na, ich glaube, den obersten hat er nicht wirklich. Nee, der oberste nicht. Ich glaube, zwei schafft er. Ich habe ihm jetzt aber drei gegeben. Alter, jetzt muss ich ja trotzdem aufpassen wie Hulle. Wer hat sich das denn ausgedacht? Nobody. Oh. No. Ich habe vom LKW den Spiegel abgefahren. Eieiei. Wenn das Opa Johann sieht. Hatte ich eigentlich diese wahnwitzige Idee, das Ding zu stapeln von Hand? Ja, hattest du. Was ist mit mir nicht in Ordnung? Das frage ich mich auch schon. Ich auch seit ungefähr 40 Jahren. Das Leben hätte so schön sein können und jetzt muss ich hier wieder von Hand stapeln, oder was? Nee, es geht eigentlich. Also ich habe drei Ballen auf den Anhänger gestellt, ohne zu sterben. Das sah schon mal anders aus bei mir, oder? Ja. Ja, ja. Ja, nein, doch, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Wer weiß. Natürlich sah es anders aus. Oh. Ich sah schon mal besser aus. Ey, Mad Max ist übrigens auch da, ja. Das hätte keiner gemerkt, aber er kann halt nicht, ne? Er kann nicht über seinen Schatten springen. Gib mir nicht solche Vorlagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wie gesagt, wir wollen hier ein bisschen Muku-Futter vorbereiten. Ich habe auch einen Mutterfischwagen schon am Hof stehen. Ich weiß, ganz frisches Heu soll man den Kühen eigentlich nicht geben, aber was will ich machen? Das ist Map-Anfang quasi bei uns gerade hier und ja, da bleibt dann noch nichts anderes übrig, als Heu frisch zu machen und direkt zu verfüttern. Wasser müssen wir auch noch holen. Hast du schon ein Wasserfass organisiert, Andy? Hier steht ein... So ein Miniaturfässchen, oder was? Ja, mit 50.000 Litern. Oh ja, 50.000 ist okay. Ach, dieser Container steht da? Ja, der ist sogar voll. Ah, okay. Oh, da war ich schon fleißig wahrscheinlich. Also ich kann den Mukus gleich gerne mal Wasser geben. Erinnerst du dich noch an diese Nummer auf der allerersten Hof Bergmann? Im 15er muss das ja gewesen sein. Ne, das war nicht mit mir, wo du das Wasserfass hin und her geschoben hast. Hast du nicht geschoben und ich hab gezogen? Nein, das hast du mit Tom gemacht. Nein. Das hast du mir nur erzählt. Das war's nicht du? Nein. Alter. Was, ehrlich jetzt? Ich könnte schwören, du warst das. Nein, das war Tom. Aber Tom hat doch gar kein Mikrofon. Okay. Ja, YouTube, ich spiele schon sehr lange, sehr viel. Und richtig, ich hatte früher keine strahlungsarmen Monitore. Das ist erst eine Neuzeit gekommen. Neun von zehn Stimmen sagen, das ist normal.
Die eine summt die Melodie vom LS. Ja, richtig. So, ich habe wieder einen Dreier-Stack fertig. Nicht ganz. Ich richte den noch eben aus. So, zurück, vorwärts. Es geht eigentlich. Also die Ballenphysik ist mittlerweile, glaube ich, auf ihrem Höhepunkt angelangt. Ich glaube, besser kann man das nicht machen. Ja, einige meckern zwar immer noch, dass denen die Ballenphysik nicht gefällt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier mein Späßchen. Also das war früher wesentlich schlimmer. Da hast du den ganzen Wagen vollgestapelt mit Ballen und als du fast fertig warst, war alles am Tanzen, alles am Wackeln und alles lag unten und du hast gar nichts gemacht. Und das ist definitiv besser geworden, seitdem die Ballen sich beruhigen, wenn sie länger liegen. Andy, dynamisch der Mann. Sehr dynamisch. Findest du? Ja, doch. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt gerade, als du da im Tiefflug ankamst. Ist ja richtig nett, das Anhängerchen, was du uns da gegönnt hast. Andy. Aber das mag ich so sehr am Multiplayer-Spielen. Dass man mal so aus seinem alten Trott rauskommt, weil ich hätte dieses Ding in 100 Jahren nicht gekauft. Und Andy stellt das hier hin, als wenn es ganz normal wäre. So, ja, so, hä? Und das, ich hab mir gedacht. Ja, aber das feiere ich so am Multiplayer-Spielen, dass man mal rauskommt aus dem alten Trott und nicht immer dasselbe. Geil, finde ich richtig geil. Oh. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das zwischendurch ein bisschen einfacher zum Aufladen, weil es nicht so hoch ist. Ja. Ich bin auch nicht schwindelfrei, richtig. Nee, ist gut. Gefällt mir. Und außerdem passen bestimmt sowieso nicht alle Ballen auf den LKW. Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, man könnte auch noch einen vierten draufpacken. Ich weiß nur nicht, wie das nachher ist mit dem Angurten. Ob der Vierer angurtet. Wir können ja mal nochmal einen Zweier-Stack machen. Ich glaube, noch höher würde ich nicht gehen. Also ein Vierer müssten gehen, ne? Aber mit Vierer kommst du hier nicht mehr durch die Dings gefahren. Alles klar, wir lassen es bei drei. Gefällt mir eh besser. Sogar mit drei kommst du da, ohne dass die mit URL aufgeladen sind, nicht durch. Ah, okay. Also muss man unten abladen dann und dann alles mit dem kleinen Töfter da hochkarren. Den hab ich nur verkauft. Eigentlich war ja dieser kleine, dieser einarmige Bandit da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Der war eigentlich standardmäßig auf der Map als Startfahrzeug. Ja, den habe ich jetzt leider runtergekickt. Aber den kann man ja wieder neu kaufen. Ist ja ein Standardfahrzeug. Kann man immer wieder besorgen. Ich muss mich hier voll konzentrieren. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Andy? Geht bei dir, oder? Bei mir geht. Ah, bei schön. Mir läuft. Schön. Hast du den... Oh, schade, dran vorbei. Ich muss nochmal ausrichten. Hast du den Kühen schon Wasser gegeben? Nicht gerade bei. Ah, bist du bei. Okay. Ja, du bist nicht im Bild, deswegen... Ah, so richtig will er nicht hier. Wir machen. Hast Angst, dass ich deine Leica vergesse? Ja, denk auch bitte, die Leica nimmt auch schon mal gerne ein Fußbad, ne? Die braucht das. Die hat ja ein bisschen Clownfäule. Ja, schön. Alter Vater, ich muss mich hier voll konzentrieren mit dieser Ballenstapelei. So, wir haben. Du musst erst mal gucken, wo die Mukus Wasser nehmen. Okay. Ich habe das eben schon bei Percy beantragt. Percy wusste aber nicht, ob es Multiplayer fertig ist, aber es gibt ja mittlerweile diesen Hydranten, Wasserhahn oder Wasserleitung oder wie auch immer Mod, dass man den Tieren, die zu Hause am Hof sind, dass man denen nicht immer Wasser geben muss. Ne? Ich würde es bevorzugen, wenn wir das in Zukunft auch verwenden, das Ding. Ich habe es im Singleplayer auch nicht drin. Im Singleplayer mache ich das schon ganz lange. Ich weiß nicht, ob einer darauf geachtet hat. Ich manipuliere meinen Spielstand immer. Ne? Wenn ihr mal genau hinguckt, wenn ihr mal bei den Wasserständen bei meinen Tieren guckt, das ist immer ein bisschen unreal, was da steht. Aber ist halt im Singleplayer ziemlich einfach zu machen. Ne? Eben schnell das Safe-Game öffnen und das mal eben eintragen und schon muss man den Tieren kein Wasser mehr bringen. Oh, Andy hat den ersten Ballenstapel schon angegurtet. Ist ja nice. Natürlich. Dreie passen aber nicht drauf, oder? Passen Dreie? Nee. Muss man hinten einen querstellen, oder was?
Ei kriege ich da nicht drauf. Warte, ich komm. Oder? Sagen wir mal so, das Plattformmaß ist ungünstig. Ah, oh. Der LKW gefällt mir immer mehr, je länger ich mit dir zusammen spiele hier. Ja, kannst mal sehen. Ja, ja. Ah, schade, wenn ich jetzt noch die Ballen vernünftig gestapelt hätte, sieht das jetzt auch besser auf dem Anhänger aus. Aber Gott sei Dank verzeiht einem das Spiel mittlerweile so kleine Fehlerchen. Donner, du, da hat er sich erweitert hinten. Er ist mal ganz dezent den Kofferraum ausgefahren. Finde ich gut. Oh, Andy. Weißt du, was, ja. was wir vergessen haben? Nee, wir nicht, ich. Weißt du, was ich vergessen habe? Na? Screenshot. Ja. Yeah. Das ist egal, gibt's halt keine Thumbnails. Oder ich mache ein Standard-Thumbnail. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, ich bin ein alter Mann, ne? Ich kann das auch alles nicht mehr hier so im Multiplayer spielen und alles, ne? Ich muss hier teilweise reden und spielen gleichzeitig. Wie soll das gehen? Ja. So, wir haben wieder ein Bellekin gesaved. Ich finde es auch schön, dass wir diese Mod drin haben, die das Anfahren extrem verlangsamt. Also dieses extrem smooth Anfahren, finde ich gut. Gerade wenn man so Sachen macht wie Ballen stapeln. Ich mag das nicht, wenn das immer so ruckig hin und her geht alles. So hyperdynamisch. Ich weiß, ihr mögt die Mod nicht, richtig? Percy mag die gar nicht, ne? Nee, im Multiplayer mag ich die nicht, weil im Multiplayer, die funktioniert im Multiplayer nicht wirklich. Deswegen. Singleplayer ist die klasse. Warum? Was ist denn im Multiplayer anders? Allgemein, Drive Control hat noch nie im Multiplayer geklappt. Weil das ist halt irgendwie, ne? Läuft nicht so, wie es im Singleplayer laufen sollte. Okay, okay. Durch ja, die Verzögerung vom Server. Ja, genau. Also generell, man sieht das ja auch, wenn man einen Frontlader hebt, die Gabel, die hängt immer hinterher und so. Das ist halt Synchronationsprobleme beim Server. Das hat es aber schon immer gegeben im LS. Mhm. Also ich kenne es nicht anders. Und es macht auch keinen Unterschied, ob man einen Detri-Server hat oder so Multiplayer spielt. Das ist immer gleich. Ey, aber es geht. Also man kann sich dran gewöhnen. Ey, warum habe ich denn... Ich habe doch gerade extra... Habe ich nicht justiert eben? Ich hatte doch gerade auf Justieren geklickt. So. Fertig justiert. Abgestapelt. Höchste Konzentration bei der Möbel. Oh, Parallaxe. Sekunde. Wir müssen noch mal hoch. Bin mal eben ganz kurz AFK. Yes, ja. Ich habe den seitlichen Versatz nicht berücksichtigt, YouTube. Und mir sagt auch keiner was, ne? Ist das die Wolle, die da so laut spricht? Schimpft die Wolle mit Vincent im Hintergrund? Keiner sagt was, alle gemutet? Wahrscheinlich. Ah. Wir sind immer leise, wenn irgendjemand schreit. Ach, oh. Schlechte Erfahrung gemacht im Discord oder was? So, wir haben wieder einen Dreier-Stack gesichert. Andy steht schon hoch auf dem Berge. Sehr schön. Sollen wir eigentlich schon mal direkt einen verarbeiten hier zum Mischfutter? Ich weiß nicht, wie hungrig sind denn die Kühe? Was hat die Leica denn eben gesagt? Hat die eine WhatsApp geschrieben schon, oder? Ich habe keine bekommen. Achso, ich meinte auch, ach, Andy ist AFK. Der hört mich Andy gar ist AFK. Vergessen. Kuchen? Was will? Ich will auch Kuchen, ja klar. Ich nehme auch ein Stück. Meine Frau hat mich eben auch schon zum Kuchenessen eingeladen. Das machen wir gleich nach diesem Video. Dann werde ich mir ein Stück Kuchen gönnen. Das können noch zwei werden, YouTube. Wer weiß das schon genau. Ja, das sieht richtig nice aus. Gefällt mir. Wie der Andy da oben auf dem Balken, auf dem Balken steht. Auf dem Fuder steht. Richtig nice. Und dann gönnen wir uns hier noch drei Bellekiss und dann ist aber auch genug für heute. Oh, das hat sehr gut geklappt. Das wäre jetzt im Real Life nicht gegangen mit der Gabel. Gott sei Dank hat das kollisionstechnisch sehr gut funktioniert. Kaffee gibt's auch noch bei Wolle. Sehr schön. Ja, wir sind wieder nicht eingeladen. Sehr schön. Und Kuchen. Sehr schön. Nee, ist nicht schlimm. Ja,
Tja, wenn Andy sich gleich bei den Leuten von YouTube verabschieden möchte, muss er sich ganz kurz beeilen, weil die Sendezeit läuft uns gerade so ein bisschen weg. Wir können über Minütchen machen. Ja. Aha, ich höre Knister, Knister, Knausch, aber das war nicht der Andy. Keine Zeit, keine Lust hab. Andy! Komm, wir verabschieden uns für Andy. Wir stapeln jetzt erst noch die drei Ballen. Ah, wir haben noch. Wir haben noch. Wir sind noch unter 17 Minuten. Alles, was unter 17 Minuten ist, geht. Das sind dann ungefähr 45 Minuten Upload-Zeit. Das ist alles noch verkraftbar. Ja. Yeah. Du magst doch keinen Käsekuchen wieder weg. Wie Käsekuchen? Was? Käsekuchen? Habe ich gerade Käsekuchen gehört? Jetzt wird's kriminell hier im Discord. Ja, jetzt ist auch Käsekuchen. Gleich gehst du und dann verletzt dir. Kann man hier bannen oder irgendwas? Boah, ich will auch Käsekuchen. Na gut. Reine Wolle. 6 Stunden. Der Andy ist gerade so schön im Bild. Dann sage ich jetzt mal im Namen vom Action Andy Ciao mit V. Mir war es eine Ehre, für euch ein Let's Play machen zu dürfen. Vielleicht war es das letzte von der kleinen Serie. Ja, vielleicht nehmen wir noch mal eine kleine Dreier-Serie auf. Wer weiß das schon. Diego ist draußen. Habt euch lieb.